So, heute gehen wir dahin, wo es richtig weh tut. Zum FC Schalke 04. Zu meinem FC Schalke 04. That really hurts. Aber da passt das Outfit eigentlich noch nicht. Schon besser. Der FC Schalke war mal echt gut. Ich weiß, viele von euch können das gar nicht glauben, aber 2011 standen wir im Halbfinale der Champions League und haben Inter Mailand besiegt. Und genau dieses Spiel gegen Inter Mailand sehen wir uns heute an. Los geht's. Ach, ich hab's natürlich vergessen. Unser Videosponsor, passend zur EM. Coca-Cola, Freunde. Jefferson Fafan, das war im Viertelfinale. Moment. Jefferson Fafan, so ein geiler Spieler. Also, den vermisse ich wirklich. Ich hoffe, ich kann das Video gucken, ohne dass ich Tränen in den Augen bekomme. Ohne Scheiß. Mit Neuer noch im Tor. Es ist keinerseits, und Neuer ist ein guter Fußballer und guter Kopfballspieler. Tor ist leer. Kopfballspieler, Tor ist leer, Ball ist drin. 1:0. Aber was für ein brutales Tor von Stankovic. Einfach mal von 50 Meter halb Volley abziehen. Den musste auch mal treffen. Di Santo hätte den vom leeren Tor verstolpert. Aber das ist eine andere Geschichte. Ach, Raul. Baumjohann, Alexander Baumjohann hat einfach ein Champions League Viertelfinale gespielt und dann noch im Halbfinale. Baumjohann, der ist dann zu, keine Ahnung, Kaiserslautern danach noch. Ich weiß nicht mehr, ob der jetzt noch Profifußball spielt oder wo er spielt. Auf jeden Fall nicht erstklassig oder nicht in der Top-Liga. Also, boah, zu wild. Übrigens, Joel Matip, ah, tut noch weh. Das spielt echt eine gute Rolle bei Liverpool. Also die haben ihm, glaube ich, viele am Anfang nicht zugetraut, aber er ist da echt reingewachsen und ein wichtiger Spieler für die Reds geworden. Mamedide Milito, kein Abseits diesmal. Der sofort am Assistenten geguckt, Treffer 10, 33. Milito auch ein so unfassbar starker Spieler in seiner Prime. Also da war er, glaube ich, schon ziemlich alt, aber Maschine, der Typ. Baumjohann, Edu, Edu! Und nochmal, und Edu, 2:2. Ja, glaub ich's denn. 40. Minute. Aber Wolf Fuß ist auch echt der passendste Kommentator für so ein episches Match. Also er hat ja auch das 4:4 im Revierderby gegen Dortmund damals kommentiert. Also Wolf Fuß, bester deutscher Kommentator. Natürlich nach Fritz von Ton und Taxis. Solche Blödheiten, meine Güte. 2:2. Super Zuspiel. Eto, Eto, Neuer. Monster Save. Neuer. Ja, auch wenn er nicht mehr bei Bayern, auch wenn er nicht mehr bei Schalke ist. Es ist einfach einer der besten, wenn nicht der beste Torhüter aller Zeiten. Ist einfach so. Körnerseits von Raul. 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 Hier Draxler draußen auf der Ersatzbank, der war da 17 oder 18 und Rangnick als Trainer. Ja, das wäre jetzt auch schön, wenn wir Rangnick geholt hätten. Ich kann nicht mehr Deutsch. Das wäre jetzt auch schön, wenn wir Rangnick geholt hätten, aber Vorstand so, nee, den brauchen wir nicht. Doch, wir brauchen den. Das ist ein Hammer, Freunde. Der Pott sieht blank. Ich sag's mal ganz leise, Wembley Calling. Wembley Calling. Eigentor!
Gänsehaut! Andrea Ranocchia! Was für geile Spieler wir eigentlich hatten und wie krank diese Intermannschaft war. Die haben da im Jahr davor das Triple geholt. Eto'o, Milito, Snyder, also Wahnsinn, die Mannschaft. Und die Schalker stellen sich da einfach hin und schlagen die einfach 5-2 in Mainz. Das glaube ich nicht. Hasta la vista, Schalke, Halbfinalista. Schalke Halbfinalista. Geil. Ey, was das für ein Gefühl sein muss. Du schlägst einfach eiskalt in dem Viertelfinale den amtierenden Champion Inter Mailand 5-2 im San Siro. Kommst dann in eine ausverkaufte Felddienstarena und das Ding ist eigentlich gelaufen. Und oh, wie geil das sein muss, also das Gefühl. Ich krieg Gänsehaut. Und jetzt spielen wir in Liga 2. Uschida, geiler Moment. Das habe ich ganz vergessen. Aufpassen. Die Nummer 2. Seht ihr die? Sapai. Hans Sapai. Die Legende. Hans Sapai. Spielt einfach eiskalt in der Innenverteidigung. Nimmt Inter Mailand auseinander. Das ist ohne Witz so ein Hans Sapai-Moment. Legende. Hans Sapai. Das W steht für Weltklasse. Raul! Monster Safe. Ah, so geil! Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie geisteskrank gut Raul in dem Alter einfach noch ist, da so einen Impact zu haben. In 2 Jahren so zum Fanliebling zu werden auf Schalke, also pff, Raul, never forget. Höwe, der startet! Das Halbfinale ging dann zwar gegen Manchester United verloren. Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. War jedem scheißegal damals. Also einfach Schalke in einem Halbfinale. Und jetzt, 10 Jahre später, stehen wir vor dem Abgrund. Oder wir sind eigentlich den Abgrund hinuntergestürzt. Ja. Ja, auch, erster Kommentar. Und im Jahr 2020 sitzt man hier, schaut auf diese geile Truppe zurück und bekommt Tränen in den Augen, was derzeit mit dem Verein geschieht. Was würde ich heute für so ein Spiel geben? Ja. Also, ich krieg hier echt Gänsehaut und vermisst diese Zeit ein bisschen. Ja, Hintela Raul. Aber bevor ich hier jetzt anfange zu heulen, beenden wir das Video an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß noch nicht, wie man so ein Video beendet. Mir ist aber stinkheiß. Ciao.